Generell wird auch der Rücken dadurch gestärkt. Und wir fühlen uns insgesamt stärker, wenn wir so eine kraftvolle, starke Mitte haben. Die Aufrichtung ist besser. Also es gehört einfach zur Yoga-Praxis dazu. Auch alle Stützhaltungen, sei es du bist mal im Brett und du bist hier stark und kannst es gut halten. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ist der Oberkörper größer und weiter. Wir werden auch sehr viel mit dem oberen Bereich der Brustwirbelsäule arbeiten, dort die Flexibilität, die Mobilität mehr entstehen lassen. Das hat auch verschiedene Benefits. Zum einen wird der untere Rücken entlastet, weil wenn die Brustwirbelsäule gut arbeitet, sagen wir mal, wir drehen uns am Fahrrad oder in Alltagshaltungen, wenn die Brustwirbelsäule, was oft im Erwachsenenalter der Fall ist, nicht flexibel genug ist, übernimmt es oft der untere Rücken. Und das ist nicht gut. Also das heißt, oben ist es gut, wenn wir immer wieder genügend Flexibilität haben. Und natürlich, wenn wir hier nicht so eingesunken sind, wenn die sogenannte Pectoris, die Brustmuskulatur, genügend Raum und weiter, dann ist der Atem auch großzügiger. Und wir fühlen uns einfach mit mehr frischer Energie. Also das hat immer viele Benefits. Das heißt also, viel ist der Oberkörper im Fokus heute unserer Praxis. Natürlich ist auch, sind Stehhaltungen dabei. Aber auch da kannst du, wenn du dich stabilisiert hast mit den Beinen, spüren, wie viel Weite darf da heute entstehen, viel, viel Raum. Beginnen wir mal in der Rückenlage und ich bitte dich mit deiner Decke, also wenn du zu Hause mitübst, wäre super, du hast eine Decke bereit und wenn du hast einen Yogagurt, da geht aber auch ein anderer, ein Schal oder irgendetwas. Wir haben uns so eine Schlaufe im Yogagurt vorbereitet. Und mindestens einen Block solltest du auch bereit haben, weil den nutzen wir nachher gleich für zwei Chorübungen. Starten werden wir mit einer gerollten Decke. Ich habe sie immer leicht, weil ich so eine kleine, dünne Decke habe. Ich kann mir immer relativ schnell so eine kompakte Sushi-Rolle machen. Schau, dass du auch möglichst nicht breiter als mattenbreit bist, weil wir legen uns so drauf, dass diese Rolle zwischen den Schulterblättern platziert ist. Und manchmal muss man ein bisschen feinjustieren, ist vielleicht so ein Zentimeter drüber oder drunter angenehm. Und du kannst mal, normalerweise, wenn es ohne Kissen geht, ist es schön, weil etwas mehr Weite entsteht. Aber bitte, wenn du merkst, dass der Kopf so in den Nacken zieht, der Nacken viele Falten wirft und hier so überdehnt, dann auf jeden Fall leg dir ein Kissen unter den Kopf. Also wenn du vorbereitet bist, einen Block bitte, sodass du ihn in der Rückenlage griffbereit hast und dein Band mit dieser Schlaufe auch griffbereit. Ganz intensive Vorbereitungen. Und das Kissen hast du einfach, ich gehe auch gleich nochmal rum. Bring dich schon mal in deine Rückenlage mit deiner gerollten Decke unter den Schulterblättern. Und wie gesagt, Mama, muss man wirklich nur mal so ein bisschen ruckeln. Soll sich angenehm anfühlen. Du kannst auch mit den Oberarmen diese Ränder der Decke rechts und links so ein bisschen zusammenschieben. Ich finde, das fühlt sich dann auch oft gut an und dann können gleich die Schultern mehr entspannen. Du kannst die Füße aufstellen und die Knie zueinander sinken lassen. Du kannst die Beine aber auch ausgleiten lassen, wie bei einem Shavasana. Und du prüfst für dich, gerade wenn du so vielleicht 3, 4 Atemzüge und alles hingeruckelt hast und merkst, nee, das ist gar nicht gut für meinen Nacken, das zieht so den Kopf in den Nacken hinein, dann legst du dir was drunter. Genau, mit den Armen sichtbar, gibt es auch die Option, natürlich so einen Kaktusarm mit den Unterarmen nach oben zu legen oder einfach völlig entspannt neben dem Körper. Wenn du so angekommen bist, sanft Richtung Brustbein und Brustbein ein bisschen zum Kinn ziehen, ohne dass es hier Falten wirft, nur so, dass du das Gefühl hast, der Hinterkopf zieht ein bisschen nach hinten. Genau, dass du schön lang und breit bist. Okay. Also es soll dir gut gehen in dieser Position. Ich gehe einmal so rum, wenn du für dich das Gefühl hast, das passt nicht, dann gibst du auch gerne Anzeichen, damit es vielleicht nicht auffällt, dass es dir nicht so gut geht in der Position. Das ist eine wunderbare Position,
gerade so auch am frühen Abend, vielleicht war dein Tag recht ausgefüllt, vielleicht, naja, hattest du viel um die Ohren. Und dann ist es eine schöne, wunderbare Möglichkeit, um erstmal wie so ein bisschen runterzukommen, einen Gang runterzuschalten in der Rückenlage. Und andererseits, durch diese passive Rückbeuge, wird gleich der Lungenraum, der Brustkorb mehr geweitet und der Atem ganz automatisch, ohne dass wir viel dazu tun müssen, darf mehr Weite finden. Lass dich in den Boden hinein entspannen, mit jedem deiner Atemzüge mehr und mehr Richtung Boden schmelzen. Genieß diese Zeit jetzt am Anfang, wo es gar nichts zu tun gibt, wo du dich einfach einstimmst auf die Yoga-Praxis. Wo die Rückseite des Körpers Richtung Boden sinkt und du ausatmend all das, was vielleicht gerade zu viel an Spannung in deinem Körper spürbar ist, wie so nach unten herausrieseln lässt. Nimm den Atem für ein paar Momente an der Nasenspitze, in den Nasenflügeln wahr. Und lass dich gerne 3, 4 Atemzüge durch die Nase ein- und den leicht geöffneten Mund aushauchen. Vielleicht kommt sogar mit dem Ausatmen ein Ton und du lässt dabei das, was zu viel an Spannung spürbar ist für dich, gehen. Lass all das auch los, was dich vielleicht hindert, jetzt ganz präsent zu sein, in diesem Raum, bei dir, in deinem Körper, sodass du ganz ankommen kannst. Es ist eine Zeit, die du einfach für dich, für deinen Körper reservierst. Genieß diese Zeit. Mit diesem Ankommen, diesem ganz Bewussten, können wir auch immer mehr in Spüren, etwas weg vom Denken kommen. Spür deinen Körper, spür ganz bewusst die Auflagebereiche der Rückseite deines Körpers am Boden. Und in dieser Position mit der gerollten Decke spür auch, wie du so eine sanfte Unterstützung zwischen den Schulterblättern hast, die den Herzraum anheben. Und vermutlich bemerkst du, dass der Atem ganz tief fließen kann dadurch. Viel tiefer als im Alltagsatem. Die ganze Vorderseite des Körpers weitet sich und mit jedem Einatmen hebt sich die Bauchdecke, die Lungenräume weiten. Und das Brustbein kann leichter sich anheben und der Atem bis zu den Schlüsselbeinen strömen. Und ausatmen, zieh die Bauchdecke aktiver nach innen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, viel Luft entweichen lassen. Finde einen angenehmen Rhythmus für deine Atmung. Und genieß noch ein paar ruhige, tiefe Atemzüge. Genieß vor allem die Weite, die entsteht im Oberkörper, während gleichzeitig die Schultern Richtung Boden entspannen. Die Gesichtsmuskeln weich entspannt, der Kiefer entspannt. Noch 1, 2 Atemzüge so. Und dann nach einem der nächsten Ausatemimpulse, ohne viel Aufheben, so ein bisschen den Oberkörper anheben, um die gerollte Decke zur Seite zu schieben, wieder in die Rückenlage kommen und in der Rückenlage nochmal ohne die Decke kurz nachspüren. Wie diese Position jetzt gewirkt hat auf deinen Körper, auf dein Befinden. Vielleicht ist so das Gefühl, als wäre immer noch so eine imaginäre Decke da, die den Herzraum etwas mehr anhebt, den Brustbereich etwas mehr weitet
und nimm dieses schöne Gefühl gern mit in die Yoga-Praxis hinein. Bei einem der nächsten Atemimpulse lass die Knie über außen zum Brustkorb rankommen und hier gerne ein bisschen kreisen, schaukeln, wippen, das tut oft gut, um einfach zu spüren, den Rücken mehr bewusster zu machen, die Wirbelsäule, den Rücken wie etwas aufwecken, aufwärmen. Und dann stell den linken Fuß am Boden auf und dein rechtes Knie, den rechten Oberschenkel, den ziehst du zum Oberkörper ran und entweder bringst du die rechte Hand an Knie oder Schienbein oder schiebst sogar dein rechtes Knie in den rechten Ellbogen hinein, also wie so ein Einklemmen vom Knie in den rechten Ellbogen. Wenn das gut geht, mach das so, ansonsten kommt einfach die rechte Hand an Knie oder Schienbein. Links lass das Bein nach unten ausgleiten, streck das linke Bein nach unten, das darf am Boden sich ablegen und der linke Arm zieht nach oben gestreckt. Jetzt bist du auf der einen Seite in einer halben Päckchenhaltung oder auch Pavanuttasana genannt und links ziehst du dich richtig schön lang. Und das kann jetzt so im Pulsieren des Atems mit dem Ausatmen immer rechts ein bisschen mehr verschließen, da musst du gar nicht viel tun. Und im Einatmen etwas mehr in die Länge der linken Körperseite hineindehnen. Dein Kopf hat bitte mittig, der weicht nicht aus, der dreht auch nicht irgendwie vielleicht zur rechten Seite, sondern ist einfach mittig ausgelevelt. 2, 3 ruhige tiefe Atemzüge noch. Mit dem Ausatmen etwas mehr dieses Verschließen auf der rechten Körperseite aktivieren. Und einatmend mehr in die Dehnung, in die Weite der linken Körperseite. Auch die linke Leiste weitet und dehnt sich dabei. Ab dem Kiefer weiterhin entspannt. Und wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, erstmal nur den linken Arm zurück neben dem Körper, den linken Fuß aufstellen und jetzt die Hände verschränkt an die Rückseite des rechten Oberschenkels bringen. Einatmen, dein rechtes Bein gestreckt nach oben und ausatmen, rechts Knie beugen und Knie und Oberschenkel wieder ranziehen. Einatmen, dein Bein strecken und wegschieben, bis sich die Arme strecken, richtig schön in die verschränkten Hände hineinschieben und ausatmen, dein Knie den Oberschenkel näher ranziehen. Mach das noch 1, 2 Mal mehr, einatmen, Bein strecken, wegschieben. Ausatmen, Knie beugen, ranziehen. Ein Leg Stretch im Einatmen und ein Verschließen der rechten Körperseite im Ausatmen. Sanft wird dabei der Stoffwechsel aktiviert und natürlich die Beinrückseite gedehnt. Und wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, stell den rechten Fuß auf, lass die Fußsohlen dich aneinander legen, die Knie zur Seite sinken und einfach einen Moment im liegenden Schmetterling nachspüren. Und dann kommt auch gleich die zweite Seite. Füße aufstellen, links Knie und Oberschenkel zum Oberkörper ran. Für dieses halbe Pavanuttasana, wenn es geht, kannst du das linke Knie so in den linken Ellbogen einklemmen oder du legst die linke Hand auf Knie-Schienbein-Bereich, rechts das Bein ausgleiten lassen, den rechten Arm gestreckt nach oben und dann wieder hier mit dem Ausatmen etwas mehr das Verschließen aktivieren auf der linken Körperseite und mit dem Einatmen etwas mehr in die Länge der rechten Körperseite hineindehnen. Überhaupt nichts Unangenehmes, sondern einfach so in diesem natürlichen Pulsieren des Atems. Ausatmen lässt uns immer leichter etwas ranziehen, verschließen, das ist in dem Fall links Knie und Oberschenkel. Und im Einatmen können wir oft mehr in die Weite, in die Dehnung, aber auch in die Stabilität des Körpers hinein. Auch die rechte Leiste jetzt weiten, öffnen. Und wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, den rechten Arm zurück. Den rechten Fuß aufstellen, die Hände an der Rückseite vom linken Oberschenkel verschränken, im Einatmen für den Leg Stretch das linke Bein gestreckt nach oben, Großzehenballen, Ferse schiebt dabei nach oben und ausatmen, einfach Knie und Oberschenkel ranziehen.
Einatmend Bein strecken und wegschieben, bis die Arme sich gestreckt haben. Und ausatmen, Knie beugen und ranziehen. Mach das ein-, zweimal mehr. Arbeite ich immer mehr die Länge der Rückseite vom linken Bein. Und wenn das nächste Mal du ausgeatmet hast, dann stell den linken Fuß auf, löst die Hände, lass mal beide Beine nochmal ausgleiten und lass dich in der neutralen Rückenlage nochmal nachspüren. Hol die Knie einatmend wieder zum Brustkorb ran, stell die Füße wieder Hüftgelenk schmal vom Becken auf und jetzt schnapp dir deinen Block und leg ihn entweder auf der schmalsten Variante oder auf der einmal breiteren Variante zwischen die Oberschenkel und bring die Beine dann in eine 90-90-Grad-Position, das heißt die Knie sind über dem Becken und die Unterschenkel parallel zum Boden. Die Arme einfach entspannt am Boden. Und wir bleiben einfach ein paar Atemzüge so. Du quetschst den Block mit der Innenseite der Beine und automatisch, ganz sanft, aktiviert sich der Core, die Kraft in der Körpermitte. Was wir noch hinzunehmen, ist eine kleine Schaukelbewegung im Becken. Mit dem nächsten Einatmen komm etwas mehr auf den oberen Punkt des Beckens. Die Beine bleiben in der 90-90-Grad-Position. Es entsteht etwas mehr geführtes Hohlkreuz. Und ausatmend dein Steißbein mehr Richtung Bauchnabel rollen. Das heißt, der untere Rücken saugt sich angenehm sanft Richtung Boden. Ja, du wiederholst, die Beine bleiben in der 90-90-Grad-Position und du machst einfach eine kleine Schaukelbewegung und die ganze Zeit drückt den Block mit der Innenseite der Beine. Ja, mit der ganzen Zeit meine ich, wenn natürlich dazwischen mal das Bedürfnis ist, kurz ein bisschen zu lösen und dann wieder Druck zu geben, natürlich. Genau. Mach das noch ein-, zweimal mehr. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, der untere Rücken etwas mehr im Boden geschmiegt ist, atme ein und komm wieder in die natürlichen Kurven der Wirbelsäule. Das heißt, du wirst vermutlich so eine ganz kleine Kurve im unteren Rücken weg vom Boden spüren, als könntest du so ein Blatt unterm unteren Rücken durchschieben und dann breite bitte die Arme nach rechts und links in die T-Position aus. Der Rücken, der untere Rücken, das bleibt alles so schön stabil. Die Handflächen nach unten zeigen, Richtung Boden, ja, die finden da so einen schönen Grip, die können sich fast so ein bisschen festsaugen. Und dann wirklich mit den Beinen, wenn du jetzt ausatmend die Beine rüberbringst, gleichzeitig nach rechts, gar nicht so weit, spür, dass die linke Schulter die ganze Zeit satt am Boden bleibt. Es ist wichtiger, dass der Core, die Kraft in der Körpermitte gut arbeitet, als dass du weit mit den Beinen zur Seite kommst. Einatmen zurück zur Mitte und ausatmen andere Seite. Wenn du die Zehen von den Füßen heranziehst, ein geflexter Fuß, dann hilft dir das zusätzlich. Und hier wirklich gut den Block quetschen. Das hilft dir auch, die Kraft in die Körpermitte zu holen und dass der Core schön aktiviert ist. Die Seiten immer wieder abwechselnd. Mit der Ausatmung kommst du zur Seite mit beiden Beinen gleichzeitig und mit der Einatmung zurück in die Mitte. Achte auf beide Schultern und vor allem immer die diagonale, entgegengesetzte Schulter, die saugt sich in den Boden. Wunderbar. Bleib auch mit den Beinen 90-90 Grad. Manchmal möchten die Unterschenkel sinken und quetsch den Block. Wenn du das nächste Mal auf der linken Seite warst, komm einatmend zurück in die Mitte. Löse einmal den Block, stell die Füße auf. Entweder wanderst du mit den Füßen etwas weiter auseinander, lässt die Knie zueinander sinken oder lässt auch die Beine gern ausgleiten, auf der Matte ausstrecken, was dir jetzt gut tut. Spür kurz nach. Vielleicht spürst du auch schon so die Wirkung in der Bauchmuskulatur. Oft wird es da einfach wärmer oder einfach präsenter. Und wirklich dieses angenehme Gefühl von Kraft, das dann oft entsteht.
Jetzt bräuchten wir das Band, da schlüpfst du durch deine Schlaufe und bringst das Band unterhalb der Knie, direkt unterhalb der Knie an die Oberschenkel, und dann musst du dir aber auch gleich wieder den Block nehmen und den Block jetzt auf der schmalsten Position zwischen den Oberschenkeln platzieren. Du hast jetzt also sowohl Band als auch Block. Das Band, wenn der Block mal zwischen den Oberschenkeln ist, das ziehst du so fest zusammen, so angenehm fest, dass du die Beine gut fixieren kannst. Und wenn das alles vorbereitet ist, dann streckst du die Beine nach oben, Richtung Decke. Also das Band ist eher fest, es fixiert die Beine, hält sie schön parallel, und mit dem Block quetschst du von der Innenseite der Beine zueinander. Also quetscht die Innenseiten der Beine gegen den Block. Genau. Die Arme, die kommen jetzt nicht in die T-Position, aber vielleicht auch nicht ganz nah neben den Körper, sondern so ein bisschen nach außen, wieder Handfläche nach unten, das stabilisiert dich zusätzlich. Das Einzige, was wir machen, wenn du das nächste Mal ausatmest, dass du das Becken nach oben schiebst, nach oben weghebst vom Boden und im Einatmen wieder lösen. Versuch, dass die Schultern am Boden bleiben, dass es nur die Bewegung ist vom Becken nach oben. Auch der Kopf zieht nicht nach hinten. Es ist die Kraft aus der Körpermitte, die, und das ist vielleicht im Außen gar nicht sichtbar, aber innerlich wirst du es gut spüren, wenn du versuchst, im Ausatmen, während der Bauchnabel nach innen zieht, das Becken nach oben zu schieben, wegzuheben vom Boden, vielleicht sogar die gepointeten Fußrücken und Zehen nach oben schieben, genau, und die Beine sind gestreckt, und mach noch das so 2-3 Mal. Ausatmen, Becken heben, nach oben schieben, behalt die Schultern am Boden. Auch der Kiefer muss übrigens nicht mitüben, der darf entspannt bleiben. Aber du quetschst den Block ein letztes Mal, vielleicht geht es beim letzten Mal ein bisschen höher mit dem Becken. Und lösen, aus dem Band rausschlüpfen, Block zur Seite. Und das, was jetzt deinen Beinen gut tut, vielleicht ausgleiten lassen. Vielleicht die Füße ein bisschen breiter und die Knie zueinander sinken lassen. Und nachspüren. Alle werfen ihr Band zur Seite, so zack. Genug geübt. Genau, und jetzt darf die Bauchdecke ganz weich, ganz entspannt sein. Genieß das schöne Gefühl, dass Kraft und Wärme in der Körpermitte entstanden ist. Und dann kommt nur noch so ein angenehmer liegender Twist, aber bitte nochmal mit dem Block. Du bringst nochmal den Block zwischen die Oberschenkel, gern an der schmalsten Variante, aber das könnte auch sein, dass dir die einmal breitere Variante angenehmer ist, so dass du gut quetschen kannst und die Beine in etwa parallel hüftgelenksweit sind. Du bringst wieder die Beine in eine 90-90 Grad Position, Unterschenkel erstmal einen Moment parallel zum Boden, dann zieh die Knie näher zum Oberkörper ran und bring beide Beine rüber zur linken Seite. Die Arme breitest du ins T aus, jetzt dürfen auch gern die Handflächen nach oben zeigen, und wenn du merkst, dass du eine Unterstützung unterm unteren, also linken Bein brauchst, wir bleiben 3-4 Atemzüge, ja, dann holst du dir vielleicht die Decke oder das Polster, ansonsten einfach 2-3 Atemzüge im Twist verweilen. Zieh die Knie ein bisschen näher Richtung Bauchnabel. Spür auch die Dehnung, die im Oberkörper entsteht. Wir wollen heute immer auch in diese Weite des Oberkörpers so hineinspüren. Sie unterstützen. Mit dem nächsten Einatmen kommst du wieder zurück in die Mitte. Wenn die Knie wieder über dem Becken sind, zieh die Knie mehr zum Oberkörper ran und dann lässt du beide Beine rüber sinken zur rechten Seite. Und dabei die Knie ein bisschen mehr nach oben ziehen. Möglichst beide Schultern, vor allem die linke Schulter am Boden behalten. Vielleicht noch was unter das rechte, untere Bein drunter schieben, wenn das angenehm ist für dich. In diese schöne spiralige Drehung in der Wirbelsäule hineinspüren und so einen großzügigen Atem
in den Brustkorb schicken. Also es würde dein Atem den ganzen Brustraum richtig durchspülen. Atme nochmal aus, hier in der Drehung mit dem Einatmen kommst du zurück. Block zur Seite, finde deinen Weg nach oben, du kannst dich zur linken Körperseite rollen, über die Seite nach oben oder du greifst die Rückseite der Oberschenkel und rollst dich nach oben und klappst schon mal die Füße nach hinten um. Wir bleiben ein bisschen länger in Balasana, Kindhaltung und Vierfüßler. Wer empfindliche Knie hat, legt dir vielleicht eine Decke unter die Knie, wenn du möchtest. Genau. Und dann darfst du in einem Balasana, in einer Kindhaltung ankommen, wo du die Zehen gleich umstülpst, die Hände nach vorne wanderst, die Arme gestreckt und die Stirn zum Boden sinken lässt. Also so ein langes Balasana, die Zehen sind umgestülpt, die Handflächen am Boden. Und dann lass hier, das ist gar keine große Bewegung, dich ganz sanft den Kopf etwas lösen, die Stirn etwas lösen vom Boden und mit dem Ausatmen rundest du den Rücken leicht, also du bleibst schon im Balasana, du schiebst dich nicht nach vorne in den Vierfüßler. Und im Einatmen machst du eine kleine Welle und schiebst das Brustbein mehr nach vorne zu den Händen. Der Kopf ist gelöst vom Boden, sodass du diese kleine Wellenbewegung im Rücken machen kannst, aber du bleibst trotzdem im Balasana der Kindhaltung. Du hast immer auch die Möglichkeit, zwischen Ober- und Unterschenkel zum Beispiel eine Decke dazwischen zu schieben, wenn es für dich angenehm ist. Mach das noch ein-, zweimal mehr und bring vor allem jetzt noch die Aufmerksamkeit so auf den oberen Rücken, zwischen Nierenbereich und den Bereich zwischen den Schulterblättern. Im Ausatmen schiebst du so zwischen die Schulterblätter. Du möchtest förmlich die Haut zwischen den Schulterblättern etwas mehr straffen. Und im Einatmen schiebst du mir dein Brustbein nach vorne. Kleine Wellenbewegungen im Rücken, vor allem im oberen Rücken. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann schiebst du dich ganz nach vorne in den Vierfüßler, Schultern über die Handgelenke. Findest einen Moment dein Alignment im Vierfüßler, schiebst dich aber ausatmen schon wieder zurück in Balasana. Und dann wiederholst du einatmen, Kinn Richtung Brustbein über eine Welle in der Körperachse, fließt nach vorne in den Vierfüßler, Herzraum weit und im Ausatmen schiebt dein Becken zurück und du kommst in Balasana die Kindhaltung. Noch ein-, zweimal mehr, ganz genüsslich in deinem Atemrhythmus. Genieß dieses Mobilisieren der Wirbelsäule. Und wenn du das nächste Mal vorne im Vierfüßler bist, Schulter über Handgelenken, 3-4 Mal für Katze, Kuh, prüf nochmal Schultern über Handgelenken, Füße, Beine, Knie, Hüftgelenk schmal, ausatmend, vom Becken beginnen, den Rücken runden und auch hier nochmal vor allem in den oberen Rücken hineinschieben. Die Haut zwischen den Schultern spannen, die Schulterblätter sattern an den oberen Rücken ran und einatmen, während du Handgelenke und Knie etwas mehr zueinander ziehst, zieh den Herzraum nach vorne, schieb dein Brustbein nach vorne. Genau, jetzt in Katze Kuh, genau, also bleib im Vierfüßler. Wunderbar, und wenn du das nächste Mal im runden Rücken bist, atme ein und komm in die neutralen Kurven der Wirbelsäule. Gerade nach diesen Wellenbewegungen fällt uns das leichter, das zu spüren, dass etwas Kurve im unteren Rücken nach innen ist, du aber den Raum zwischen den Schulterblättern ausfüllst, Kopf und Nacken in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule platzierst. Einatmen, streck dein rechtes Bein, heb das rechte Bein auf Beckenhöhe. Wir machen die Bewegung nur einmal, aber mach sie bitte ganz präzise. Drück die Hände mehr in den Boden und die Innenseite der Unterarme aktivier mehr zueinander, sodass es stabil bleibt, wenn du das rechte Bein auf Beckenhöhe rüberziehst und dann nochmal im Ausatmen zurückbringst auf Beckenhöhe. Noch einmal einatmen, das Bein rüberziehen und dann stell den rechten Fuß auf, ganz am Boden, neben dem rechten Mattenrand, rechtes Bein gestreckt und dann heb den rechten Arm an, Seitstütz. Ausatmen, so eine Nadelöhrbewegung, den rechten Arm durchschieben, rüber nach links. Dadurch, dass das Bein aufgestellt ist, geht es vermutlich nicht so weit nach unten.
einatmend den rechten Arm nach oben. Und wenn du jetzt den Arm rechts durchschiebst, dann schiebe ihn mir so diagonal nach oben, neben der rechten Hand vorbei, weit nach oben. Einatmend den Arm rechts gestreckt nach oben, ausatmend wieder durchschieben. Und jetzt schiebst du den rechten Arm und die Hand mehr nach hinten, als wolltest du den linken hinteren Fuß erreichen. Und das mach jetzt noch so 2-3 Mal mehr und immer wieder finde einfach andere Bewegungsrichtungen für deinen rechten Arm, mal mehr diagonal nach oben, diagonal nach unten, zur Seite und spüre immer wieder, während das Becken stabil bleibt, dadurch haben wir auch das Bein zur Seite aufgestellt, wie gleichzeitig viel Mobilität im Brustwirbelsäulenbereich entsteht. Schön, super. Wenn das nächste Mal der rechte Arm oben ist, dann halte einen Moment. Und jetzt zieh dir mal im Einatmen von allen verwurzelten Punkten, von der linken Hand, dem linken Knie, dem linken Fuß, dem rechten Fuß, die Kraft in die Körpermitte, wie in so eine Centerline, in so eine mittlere Linie hineinziehen und im Ausatmen vom kraftvollen Becken und von dieser Centerline dehn dich aus, heb den Herzraum noch weiter an. Und im Ausatmen lösen, alles einsammeln, die rechte Hand, das rechte Bein und dann schieb dich noch einmal in ein Balasana, das darf jetzt auch gemütlicher sein, vielleicht die Knie ein bisschen weiter öffnen, vielleicht auch die Arme neben den Körper legen, einfach 3-4 ruhige tiefe Atemzüge. Balasana ist, auch wenn es jetzt eher eine Resting Pose ist, du eher ein bisschen entspannst, trotzdem eine schöne Möglichkeit, ganz bewusst den tiefen Atem in den Rücken strömen zu lassen. Der Rücken, außer er schmerzt vielleicht manchmal, ist uns oft so tagsüber gar nicht präsent. Wir sind einfach mit unseren Augen, unseren Sinnen so nach vorne ausgerichtet und es ist schön, dem Rücken einfach jetzt hier Aufmerksamkeit zu schenken und durch den Atem Weite und Entspannung entstehen zu lassen. Und dann kommt die zweite Seite vom Vierfüßler. Lass dich bitte wieder Schultern über Handgelenke platziert, Finger gut aufgefächert. Nimm mit dem Einatmen das linke Bein auf Beckenhöhe anheben, linker Beckenknochen zeigt nach unten. Hände drückst du in den Boden, Innenseiten der Unterarme zueinander aktivieren und es bleibt alles stabil, wenn du das linke Bein rüberziehst zur linken Seite, einatmend nochmal das Bein strecken, auf Beckenhöhe nach hinten schieben und ausatmend nochmal rüberziehen und dann den Fuß aufstellen. Ganz aufstellen, der ist ganz satt am Boden. Den linken Arm einatmen, aufsteigen lassen, Seitstütz und im Ausatmen durchfädeln, erstmal gerade rüber, einatmen, für den Seitstütz aufdehnen und ausatmen. Jetzt so diagonal, so neben der rechten Hand nach vorne ziehen, einatmen, aufdehnen und beim Ausatmen mehr nach hinten schieben, als wolltest du den hinteren rechten Fuß erreichen. Genau, mach das noch 2-3 Mal mehr und finde immer so eine etwas andere Armposition, so einen anderen Winkel im linken Arm und unterschiedliche Mobilisierungen im Brustwirbelsäulenbereich zu erreichen. Einfach mal was Neues ausprobieren. Genau, und dann, wenn beim nächsten Mal der Arm oben ist, halte, hol dir mit dem Einatmen von den Extremitäten, von deinen Wurzelpunkten am Boden, die Kraft in die Körpermitte, in den Beckenraum, in so eine Centerline und ausatmen, dehn dich von dieser kraftvollen Mitte noch mehr aus, weite dich, schön, den Herzraum richtig nach oben öffnen, super schön. Bleib im Einatmen hier und mit dem Ausatmen löst du, sammelst alles ein, auch das linke Bein. Kommst noch ein letztes Mal in Balasana, die Zehen umgestülpt und jetzt legst du bitte die Handflächen nach oben zeigen, die Daumen nach außen, das heißt die Unterarme kommen zum Boden, die Ellbogen zum Boden, ansonsten ist alles gleich wie in Balasana, die Stirn sinkt Richtung Boden, die Sitzbeinhöcker schieben mehr zu den Fersen, aber die Handflächen drehen nach oben. Spür mal, wie weit du die Schultern loslassen kannst, entspannen lassen kannst. Obwohl so eine Rotation im Schulterbereich entsteht.
ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge noch. Vielleicht können für den letzten Ausatemzug die Daumen noch mal ein bisschen mehr nach außen öffnen. Und mit dem Einatmen löst du Handflächen zurück zum Boden. Einmal in den Vierfüßler. Kurz, wenn ihr schaut, wir machen eine Variante vom nach unten schauenden Hund. Wir lassen uns erstmal nachher Zeit, in den nach unten schauenden Hund zu kommen. Und dann lässt du wirklich deutlich die Zehenballen dich in den Boden schieben, die Knie gebeugt, die Fersen angehoben, um dann alle Zehen einmal zum breiten rechten Mattenrand zu drehen. Und während die Hände, vor allem auch die rechte Hand Richtung Boden schiebt, aktiviert die rechte Beckenseite weit nach hinten oben. Also du dehnst die ganze rechte Körperseite und das Ganze ist dann auch noch auf der anderen Seite. Also da drehen alle Zehen zum Mattenrand. Wichtig ist, dass du die Knie gebeugt hast und die Fersen weit oben sind, dass du wirklich diese Flanken, in diese Flankendehnung kommst. Okay, aus dem Vierfüßler. Schieb dich bitte in einen nach unten schauenden Hund und dann mach erstmal für so einen Wohlfühlhund dieses Walk the Dog, die Fersen ein paar Mal im Wechsel, nach unten, nach oben. Ist auch immer wunderbar, weil an den Zehen beginnen und enden ganz viele Energiebahnen, Meridiane, die werden gleich mit aktiviert jetzt. Und dann mal beide Fersen angehoben, beide Knie gebeugt, deutlich so in die Zehenballen schieben. Gleichzeitig drücken die Hände in den Boden, die Ohren neben den Oberarmen. Der Rücken super schön lang, sollte jetzt gut gehen mit den gebeugten Knien und den angehobenen Fersen. Und dann drehst du alle Zehen zum breiten rechten Mattenrand. Fersen bleiben angehoben, Knie gebeugt. Rechte Hand schiebt in den Boden und die rechte Hüfte, die schiebt weit weg nach hinten oben. Dehn dich auf. Schön, auch das ist eine tolle Mobilisierung im Brustwirbelsäulenbereich. Bleib noch im Ausatmen in dieser getwisteten Position. Im Einatmen kommst du wieder zurück und im Ausatmen gleich zur anderen Seite. Jetzt Knie gebeugt, Fersen angehoben, alle Zehen zum breiten linken Mattenrand drehen. Während die linke Hand nach unten schiebt in den Boden, lass die linke Beckenseite weit nach oben ziehen. Atme dich in die ganze linke Körperseite, in die Rippenbögen hinein. Super, einatmen, zurück in die Mitte. Und jetzt wanderst du Schritt für Schritt nach vorne. So eine erste Vorbeuge im Stehen, Wasserfall. Für den meisten ist es angenehm, die Hände dabei in die Ellbogen zu legen. Du hast aber auch die Option, die Hände, die Handrücken am Boden abzulegen, wenn dir das vielleicht heute angenehmer ist. Bleib zwei, drei Atemzüge. Die Füße sind gut verwurzelt, Großzehenballen, Kleinzehenballen, die beiden Punkte auf der Ferse außen innen. Und die Wirbelsäule, den Oberkörper lässt du einfach so von der Schwerkraft entspannt hängen. Kopf wie eine reife Mango baumeln lassen. Auch gern mal so ein Ja, 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 Nein, Nein, Nein. Die Hand, die vorne ist, legst du nach hinten. Vielleicht tut's gut, mal die Lippen auszuflottern, zu pusten. Vielleicht sogar den Rücken mal ein paar Mal so bouncen nach oben, unten. Viele Rücken mögen das sehr gerne. Wenn du spürst, mein Rücken mag das nicht, so ein Wippen, dann bleib einfach entspannt in der Mitte hängen. Und dann bring die Hände bitte ans Becken. Variante von halber Vorbeuge Ardha Uttanasana. Die ist immer so schön, weil wir erstmal mit den Händen an den Leisten am Becken spüren können und gleichzeitig die Knie gebeugt, wie du den Oberkörper und den Rücken richtig lang werden lässt. Die Scheitelkrone zieht nach vorne und die Sitzbeinhöcker weiten voneinander weg nach hinten. Dann breitest du noch die Arme aus, auf Schulterhöhe, Handflächen nach unten. Und der Oberkörper und der Rücken ist wie so ein Tisch, wie so ein Tisch parallel zum Boden. Verwurzel dich nach unten, um noch mehr Länge zu finden im Oberkörper. Und dann drück die Füße in den Boden, lass die Arme über die Seite dabei aufsteigen, komm zum Stehen, bis die Arme parallel sind und du hier dich so ein bisschen in Urdhva Hastasana hineinräkelst, dehnst, streckst. Und dann bleib schon mal so schön lang in den Körperseiten, wenn du die Hände seitlich an die Rippenbögen legst. Kurzer Blick nach unten, Füße sind parallel, Hüftgelenk schmal, gut verwurzelt. Und jetzt hebst du mit dem Einatmen richtig den Brustkorb etwas weg vom Becken
Und mit dem Ausatmen bleibt das alles oben, aber gleichzeitig die freien Rippenbögen mehr nach unten zu den Beckenpunkten. Dann wird dein Core wieder aktiv. Ein-, zweimal mehr mit dem Einatmen richtig anheben. Und das ist oft so ungewohnt, weil wir tagsüber oft so einsinken. Und jetzt machen wir uns ganz stolz und groß und weit. Und gleichzeitig aktivierst du aber auch, um nicht ins Hohlkreuz zu fallen, die flexiblen Rippenbögen zu den Beckenpunkten. Und im Einatmen bleib angehoben, heb die Arme nochmal an. Du spürst, dass das Anheben der Arme auf den Brustkorb nochmal anhebt. Und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Verschränk die Hände hinterm Rücken. Einatmen, Variante Utkatasana, Haltung der Mächtigen. Knie beugen, Hände bleiben hinterm Rücken verschränkt. Den Oberkörper anheben, wieder ein Weiten und Öffnen im Brustkorb. Ausatmen, leg bitte erstmal den Oberkörper, den Bauch auf den Oberschenkeln ab, beug die Knie so weit, wie es notwendig ist. Und dann schieb die Sitzbeinhöcker wieder nach hinten oben und lass den Oberkörper sinken. Zweimal mehr. Einatmen, Variante Utkatasana, Knie beugen und den Herzraum weit nach vorne oben. Und ausatmen, erstmal den Oberkörper ablegen und dann die Sitzbeinhöcker nach oben schieben, während du in die Vorbeuge kommst. Noch einmal so. Einatmen, Knie beugen, so tief wie es geht und die Knie gut zulassen. Oberkörper anheben, schön. Und ausatmen, erstmal Oberkörper vom Oberschenkel ablegen und dabei in die Vorbeuge und die Sitzbeinhöcker nach hinten. Und wenn du einatmen, nochmal nach oben kommst, in Utkatasana-Variante, dann drück nochmal die Füße in den Boden, heb dich nach oben an. Die Arme heben nochmal den Brustkorb weit nach oben und dann die Hände zum Herzen. Bleib weit im Oberkörper, in den Körperseiten und dann zum Stehen in deinen Tadasana. Und richtig dieses innere Leuchten und Strahlen spüren, das hoffentlich entstanden ist. Wärme ist sowieso, glaube ich, entstanden. Genau, zwei, drei ruhige, tiefe Atemzüge. Lass gern dein Ujjayi, den Meeresrauschen-Atem, entstehen. Wir steigen in den nach unten schauenden Hund und dann eigentlich gleich wieder nach vorne in den Ausfallschritt. Und da kommt dabei das linke Knie nachher hinten zum Boden. Vielleicht magst du dir da ein Kissen oder eine Decke hinlegen, wenn du weißt, dass deine Knie empfindlich sind, und auch gerne Blöcke nützen fürs nach vorne steigen. Das heißt, wenn du weißt, dass du vom nach unten schauenden Hund gerne Blöcke nutzt fürs nach vorne steigen, leg dir die schon bereit. Da kannst du auch die Hände gleich drauf haben. Füße, Hüftgelenk schmal nach vorne ausgerichtet. Für Tadasana kannst du immer ein bisschen spüren, dass das Schambein ein bisschen aufsteigt und die Sitzbeinhöcker mehr die Verbindung zu den Fersen finden, sodass zwar etwas Kurve im unteren Rücken ist, aber du nicht in ein Hohlkreuz ziehst und wieder die Rippenbögen wegbewegst vom Becken. Spür den gleichmäßigen, ruhigen, tiefen Atem, den sanften Reibelaut in der Kehle. Und mit dem Einatmen hebst du nicht nur die Arme, sondern auch den Brustkorb nach oben. Gleichzeitig die freien Rippenbögen mehr nach unten zum Becken. Ausatmen in die Vorbeuge, gern die Hände auf Blöcke. Einatmen, halbe Vorbeuge, den Oberkörper parallel zum Boden. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein, großer Schritt zurück. Ausatmen, links zu rechts, nach unten schauender Hund. Einatmen, rechtes Bein gestreckt anheben, linke Ferse anheben für mehr Raum. Ausatmen, rechts Knie beugen, unterm Körper durch, den Schritt rechts nach vorne zwischen die Hände, dein linkes Knie zum Boden. Gern noch ein bisschen nach hinten versetzen, dass die linke Leiste Raum bekommt. Vorne Knie bitte über Fußgelenk. Fall des Falles einfach nochmal nachsetzen. Aktivier Ferse und Knie zueinander, um ganz viel Stabilität zu bekommen und den Oberkörper anzuheben. Wie vorhin im Stehen, ist es sanftes Schambein nach oben ziehen, während du die Sitzbeinhöcker etwas nach unten aktivierst und den Herzraum, den Brustbereich, über dem Becken platzierst. Und dann hebst du den linken Arm an, nur den linken, und während das linke Knie Richtung Boden zieht, schieb die linken Fingerspitzen weit nach oben und neig dich ausatmend etwas rüber nach rechts. Verdreh bitte hier den Oberkörper nicht, sondern bleib ausgelevelt, als hättest du den Oberkörper und den Rücken wie zwischen zwei Scheiben. Zwei, drei Atemzüge und jetzt weitet sich die ganze linke Körperflanke, atme da hinein,
links das Knie Richtung Boden und die linken Fingerspitzen nach oben und in die Seitneigung, so ein sanfter Seitstrecker nach rechts. Komm mit dem Einatmen zurück zur Mitte, die Hände neben den vorderen Fuß und du steigst schon auch wieder gleich zurück in den nach unten schauenden Hund. Es kommt gleich die zweite Seite. Links das Bein gestreckt anheben. Zieh mal von den Fußrücken, von den gepointeten Zehen weit nach hinten oben, während die linke Hand kraftvoll in den Boden drückt. Und dann links Knie beugen und den Körper durch. Großer Schritt nach vorne. Rechts Knie zum Boden. Immer nachsteigen, wenn du nicht ganz vorne landest. Gerne was und das rechte Knie. Vorne Knie über Fußgelenk, hinten kannst du schön Raum in der Leiste entstehen lassen und den Oberkörper anheben. Nochmal das, was wir vorhin schon mal im Stehen, Schambein etwas aufsteigen lassen, Sitzbeinhöcker, Wurzeln nach unten, Herzraum überm Becken platzieren, rechten Arm aufsteigen lassen. Diese Länge finden, während das rechte Knie Richtung Boden schiebt, die rechten Fingerspitzen nach oben. Stell dir wirklich vor, Oberkörper, Rücken sind wie zwischen zwei Scheiben und neigt sich rüber nach links. Genau, zwei, drei ruhige tiefe Atemzüge. Und immer wieder schaff Stabilität, wenn Ferse und Knie zueinander ziehen und Weite, wenn du dich aufdehnst vom rechten Knie bis zu den rechten Fingerspitzen. Bleib ausatmend in dem Seitstrecker und einatmend kommst du zurück. Steig zurück in den nach unten schauenden Hund. Gern auch gleich nochmal die Blöcke nutzen. Wir steigen nämlich schon wieder rechts nach vorne. Rechts das Bein anheben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Knie beugen, großer Schritt nach vorne. Und immer nachsetzen oder aus dem Vierfüßler und dann das rechte Bein zum Boden. Und jetzt gehen wir gleich weiter zum breiten linken Mattenrand, eine Drehung machen und dann kommst du in diese weite Grätsche. Zum breiten linken Mattenrand, genau. Schaut, dass ihr von der Vorjogini den Rücken seht, die Rückseite der Beine, dann seid ihr richtig. Prüf mal für dich, wenn du die Hände auf Blöcke hast, der Rücken schön lang ist, wunderbar. Du könntest aber auch die Hände oder Fingerkuppen am Boden legen, aber der Rücken muss dann lang bleiben. Ja, nutz entweder Blöcke oder Hände auf Boden. Und dann für eine Wiegebewegung im Becken ausatmen, dein rechtes Knie beugen. Einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, linkes Knie beugen. Einatmen, zurück in die Mitte. Wiederhol die Seiten abwechselnd. Beide Füße, beide Großzehenballen bleiben die ganze Zeit gut verwurzelt. Spür mal, wenn ein Knie beugt, dass das Becken schön tief sinken darf und die Innenseite vom anderen Bein so eine schöne Länge findet. Wenn das nächste Mal dein rechtes Knie gebeugt ist, bleib einen Moment, halte ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Vielleicht auf dem Ausatmen das Becken noch ein bisschen mehr sinken. Lass die Innenoberschenkel dich mehr nach hinten weiten. Komm mit dem Einatmen wieder zurück in die Mitte, andere Seite, links Knie beugen. Und auch hier mit dem Ausatmen vielleicht noch ein bisschen mehr ins Becken hinein sinken und entspannen. Und mit dem Einatmen zurück in die Mitte. Bring die Hände ans Becken, heb den Oberkörper mit langem Rücken an. Für die Goddess Pose bringst du die Fersen zueinander zeigend, sodass die Zehen voneinander weg zeigen. Und wenn du jetzt die Knie beugst, schau nochmal, manchmal muss man die Füße nochmal fein justieren, es sollte Knie und zweite, dritte Zeh in eine Linie kommen. Wir machen es auf beiden Seiten. Auf der ersten Seite einfach die Hände auf die Oberschenkel. Und jetzt spür mal die Verbindung zwischen den Großzehenballen, die du beide in den Boden drückst, und dem Punkt unten auf der Außenseite der Ferse, diese Diagonale, wenn du auf der Unterseite der Füße richtig aktivierst, dann merkst du schon, dass du mehr Kraft in die Beine bekommst. Und jetzt stell dir noch vor, du ziehst so eine ganz enge Legging an in den Beinen, sodass Haut und Knochen bei den Beinen mehr an die Muskeln rankommen. Und dann hebst du den Herzraum mehr übers Becken und drückst vielleicht mit den Händen ein bisschen aktiver in die Oberschenkel. Und dann spür mal diese kraftvolle Ruhe in dieser Position. Auch wenn es vielleicht ein bisschen summelt und brummelt in den Beinen,
irgendwo vibriert, bleib noch in dieser kraftvollen Ruhe für ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Schultern weg von den Ohren, Herzraum weit. Drück die Füße in den Boden und streck die Beine. Füße wieder ziehen, nach vorne ausrichten zum breiten Mattenrand. Hände vom Körper fassen, Arme über vorne nach oben, den rechten Fuß zum vorderen Mattenrand drehen. Vielleicht kurzer Blick nach unten, die Fersen sind jetzt in einer Linie fürs Dreieck. Arme in die T-Position, Oberkörperarme schieben weit in Richtung rechts über den vorderen Mattenrand hinaus. Das Becken zieht nach links. Oft knicken wir hier so ein in der rechten Körperseite. Bleib ganz, 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 ganz lang. Und stell dir vor, jemand zieht noch liebevoll an der rechten Hand. Und jetzt segelt die rechte Hand, der rechte Arm genau an der Stelle nach unten, wo er ist. Und der linke Arm schiebt nach oben. Im Dreieck möchte ich oft jetzt die hintere, also linke Beckenseite, so nach vorne und unten kippen. Heb die wieder bitte an. Aktiviere die Innenseite der Oberschenkel nach hinten. Und jetzt hebt den Herzraum ab. Schön. Ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Und dann drücken die Füße in den Boden, zieh sie sogar noch mal einen Moment mehr zueinander, als wolltest du die Matte kleiner ziehen. Und dann hebst du den Oberkörper an, beugst dein vorderes Knie. Krieger 2 jetzt mal ganz klassisch, Blick über die vordere Hand. Auch hier ist manchmal die Tendenz zum einen, dass das Knie so nach innen kippt, lass es ganz ausgerichtet, oder dass wir hier einsinken im Oberkörper, hier bist du auch ganz aufrecht, ganz stolz. Und das unterstützt man noch, indem du jetzt die Hände am Hinterkopf verschränkst und nochmal mehr wieder in diese Weite des Brustkorbs kommst. Sitzbeinhöcker ziehen mehr nach unten, das Schambein steigt etwas auf. Das ist wieder das Allergleiche wie vorhin in Tadasana und im Ausfallschritt. Entweder bleibst du hier so oder mit dem Ausatmen den Oberkörper sanft nach hinten neigen, als wollte der linke Ellbogen zur hinteren Ferse kommen. Im Becken, in den Beinen bleibt alles super stabil. Schieb mal die Füße jetzt mehr auseinander, voneinander weg. Das gibt nochmal einen anderen Impuls. Einatmen, kommst du zurück in die Mitte und zirkelst beide Hände neben den vorderen Fuß. Vielleicht nimmst du dir einen Block, wir steigen nämlich, oder beide Blöcke, wir steigen gleich wieder nach vorne. Zurück in den nach unten schauenden Hund. Andere Seite, links das Bein gestreckt anheben, Knie gebeugt. Unterm Körper durch, großer Schritt nach vorne. Du drehst dich zur anderen Seite, zum breiten rechten Mattenrand. Wir kommen hier gleich in die Goddess Pose. Die Hände ans Becken, den Oberkörper mit langem Rücken anheben. Fersen mehr zueinander drehen, Knie, so gut die Knie zulassen, deutlich beugen. Wenn es ein bisschen summt und brummt in den Beinen, ist in Ordnung, aber die Knie dürfen keinesfalls wehtun. Nochmal, finde die Verbindung von den Großzehenballen zum Diagonal hinten unten den Punkt auf der Ferse. Und dann wird das Fußgewölbe auch aktiv und du kannst dir die Kraft mehr reinholen. Die Sitzbeinhöcker ziehen nach unten und jetzt hebst du die Arme auf Schulterhöhe. Vielleicht bleibst du so oder gehst weiter und wickelst den rechten Ellbogen über links für Garuda. Wenn es einfach alles ein bisschen zu viel ist, bleibst du mit den Armen ausgebreitet und bringst sie wieder auf der ersten Seite auf die Oberschenkel. Wenn du in Garuda-Arme bist, Ellbogen zueinander weg vom Oberkörper und im Einatmen nochmal die Arme weiten. Es kommt auf die zweite Seite. Bleib noch stabil in den Beinen und dann wickelst du den linken Ellbogen über rechts. Noch einmal Garuda-Arme, zweite Seite, Ellbogen weg, zueinander und weg vom Oberkörper. Beine stabil, super, gleich geschafft. Einatmen, Arme nochmal weit zur Seite, ausatmen, Arme sinken lassen, die Füße, die Zehen wieder zum breiten Mattenrand drehen, Finger, Hände vorm Körper fassen, Arme über vorne nach oben, linken Fuß nach vorne jetzt ausdrehen für die zweite Seite, Dreieck. Und nochmal vielleicht prüfen, die Füße sind eine deiner Beinlängen, voneinander entfernt, Arme in die T-Position. Oberkörperarme ziehen in Richtung über den vorderen Mattenrand hinaus, Becken schiebt, entgegengesetzt und die linke Körperseite bleibt lang. Und dann zieht nochmal jemand imaginär an deiner linken Hand und dann segelst du ins Dreieck.
Linke Hand nach unten, rechter Arm nach oben. Die hintere Hüfte möchte tendenziell nach vorne unten ausweichen. Das heißt, du aktivierst die Innenoberschenkel so nach hinten, du ziehst die Füße etwas mehr zueinander, super schön. Und dann drücken die Füße in den Boden, macht sich kraftvoll in der Körpermitte, hebt den Oberkörper an und für Krieger 2 beugt dein vorderes Knie. Erstmal einen Moment ganz klassisch, Herz haben über dem Becken, Schambein steigt etwas auf und dann die Hände an den Hinterkopf. Und jetzt spüre auch hier nochmal diese kraftvolle Ruhe und diese Anmut in dieser Position. Und jetzt schiebst du mal die Füße ein bisschen voneinander weg. Schön. Und vielleicht bleibt es im Oberkörper einfach in der neutralen Mitte oder du neigst dich mit dem rechten Ellbogen Richtung rechte Ferse nach hinten. Ja, schön. Sink nicht ins Hohlkreuz. Obwohl du nach hinten gehst, bleibst du ganz kraftvoll und stabil in den Beinen. Super gut. Komm im Einatmen zurück in die Mitte. Breit nochmal die Arme aus und zirkel mit beiden Händen neben den vorderen Fuß. Steig zurück in den nach unten schauenden Hund. Alles, was es hier braucht, ein paar Mal im Wechsel die Fersen anheben, absenken, Lippen auspusten. Kopf, ja, 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 nein, nein, nein. Und dann lass dich über den Vierfüßler in ein Balasana, in eine Kindhaltung kommen. Findest du das Balasana, was dir jetzt gut tut, vielleicht die Knie ein bisschen weiter öffnen. Vielleicht legst du die Hände als Kissen für die Stirn oder die Arme neben dem Körper. Ihr kennt die Varianten. Und jederzeit zwischen Ober-Unterschenkel vielleicht was drunter dazwischen schieben. Und 3, 4 ruhige, tiefe Atemzüge. Lass dich trotzdem von den Gedanken nicht davontragen, sondern bleib beim Spüren im Körper. Spür, wie dein Atem fließt. Jeder deiner Atemzüge, wie so den Körper von innen massiert. Hier in den Vierfüßler. Und entweder kommst du in den Fersensitz, wenn für dich der Fersensitz eine gute Option ist. Wir brauchen dann auch das Band. Wenn der Fersensitz nicht gut geeignet ist für dich, dann nimm einen gekreuzten Sitz, setz dich auf jeden Fall höher. Auch im Fersensitz, ihr kennt es, kann man sich gern einen Block zwischen unter das Becken schieben oder eine Decke oder ein Kissen. Genau, auf jeden Fall, dass du aufrecht sitzen kannst. Wir nutzen noch einmal das Band. Du darfst es auch gerne jetzt wieder die Schlaufe rausmachen. Und ich drehe mich mal mit dem Rücken kurz zu euch. Wir nutzen das Band manchmal für einen Schulterstretch und heute machen wir ein bisschen was anderes. Wir nehmen das Band in die rechte Hand. Der rechte Ellbogen ist zunächst gebeugt. Nehmen das und die rechte Hand ist so in Richtung zwischen den Schulterblättern hinterm Nacken. Der Abstand ist relativ weit. Du wirst gleich merken, warum, weil wir einmal, ich brauche es jetzt sogar ein bisschen weiter, den oberen Arm strecken, während der untere Ellbogen sich beugt und einmal den oberen Ellbogen beugen, während der untere Arm sich streckt. Und das Band, dem gibst du so einen richtigen Zug, also du ziehst mit den Händen das Band auseinander. Ja, wenn du dort angekommen bist, die rechte Hand ist oben, die linke Hand ist unten. Und es ist ein bisschen wie so eine Zahnseidenbewegung, als würdest du dir vorstellen, die Wirbelsäule ist so ein Zwischenraum zwischen den Zähnen und dein Band ist so diese Seide und die bewegst du so nach oben, unten. Genau, so ein bisschen ist das. Genau. Und durch diesen Zug, den du mit deinen Händen gibst, natürlich nicht volle Kraft, sonst kannst du dich nicht mehr bewegen, aber so, dass du richtig einen angenehmen Zug entstehen lässt, was dann gleichzeitig noch die Armmuskulatur, den Trizeps, schön aktiviert. Genau. Und dann schließlich kommt die zweite Seite. Du greifst mit der linken Hand von oben das Band, beugst erstmal den Ellbogen, greifst mit der rechten Hand.
das Band unten und die gleiche Bewegung. Du ziehst am Band, streckst einmal den oberen Arm, während der untere Ellbogen beugt und einmal den oberen Ellbogen, während der untere Arm streckt. Und das Band führst du so in der Mitte nach oben unten. Und es kann auch gut sein, dass man einen deutlichen Unterschied zwischen den Seiten merkt. Oft ist die Schulteröffnung ganz anders. Das Band ist möglichst mittig, der Kopf ist mittig ausbalanciert. Wunderbar. Und dann mit einem Ausatmen lösen, zur Seite legen, nachspüren. Und vielleicht wird gleich nochmal mehr Raum jetzt im Schulterbereich entstehen. Während ihr kurz nachspürt, zeige ich euch zwei Varianten der nächsten Position. Wir wollen in eine Position, die heißt Crouch Asana Reihe. Diese Position kann man gerne mit einem Block unterm Becken machen und der Start wäre dann tatsächlich auch im Fersensitz. Schaut ganz kurz her, wo wir hinwollen. Wir machen beide Seiten. Für die erste Seite stellst du erstmal den rechten Fuß auf und gehst in die Drehung zur rechten Seite. Wir kommen da zurück, dann streckt das Bein. Wir kommen von hier in die Vorbeuge, so gut wie es einfach geht. Wenn du erhöht sitzt, könntest du dir vielleicht auch eine Decke bereitlegen, dass du auf keinen Fall das Knie durchdrückst oder einfach für dich darauf achtest, dass das Knie immer leicht mikrogebeugt ist. Und Crouch Asana bedeutet, dass du dann nach vorne fasst und das Bein anhebst. Vielleicht in Streckung, also zuerst ziehen wir es noch ein bisschen nach hinten, um zu mobilisieren. Vielleicht in Streckung, vielleicht nicht ganz gestreckt. Genau, das, da geht es hin. Jetzt ist es für manche mit dem gebeugten Knie auf der anderen Seite sehr unangenehm. Dann könntest du so üben, dass du vielleicht dann auch ohne Block, vielleicht einfach nur auf dem Kissen, das linke Bein nach vorne streckst. Dann gehst du hier in den Twist. Das ist das Gleiche, nur dass das Bein, das, der Fuß nicht neben dem Becken ist. Für die Vorbeuge könntest du den linken, das linke Knie dann beugen. Dann kannst du so in die Vorbeuge gehen. Deut's nur an und für Crouch Asana kann das Bein so bleiben. Du kannst hier in Crouch Asana gehen. Also wenn dieser halbe Fersensitz nichts ist für dich, weil es einfach nicht wirklich für jedes Knie gut geeignet ist, dann hast du hier die Variante. Ich sage es dann auch nochmal, dass ihr wisst. Also wer weiß, dass er in diesen halben Fersensitz kommen kann, oder halber Heldensitz heißt es auch übrigens, weil du eher die Ferse ein bisschen außerhalb vom Po hast, kannst du so starten, dass du erstmal den rechten Fuß so aufstellst, dass das Fußgewölbe dort ist, wo das Knie ist. Wenn es nicht gut geht, streckst du schon mal das linke Bein und stellst den Fuß auf. Genau. Bringst die Hände vorne ans Schienbein, ans rechte, ziehst dich richtig schön lang, hebst den rechten Arm an und drehst den Oberkörper rüber nach rechts. Der Block kann hier unterstützend sein, unterm Becken muss aber nicht sein. Wenn wir drehen, ist es oft so, dass jetzt links die Flanke so eng wird, so einsinkt. Lass dich nochmal den Raum zwischen den Schulterblättern so ein bisschen aufplustern. Das ist ein bisschen ungewohnt vielleicht für einen Twist. Du rundest den oberen Rücken zwischen den Schulterblättern beim nächsten Einatmen und beim Ausatmen zieh die linken Rippen nochmal mehr nach oben und dreh dich mehr nach rechts. Und oft hast du dann noch mehr Länge gefunden. Bleib noch für einen Ausatmen in der Drehung und mit dem Einatmen kommst du zurück. Halber Heldensitz, rechtes Bein strecken oder bei der anderen Variante links Knie beugen, Fuß an die Innenseite vom Bein und rechtes Bein strecken. Das wäre die andere Variante. Genau. Und wenn du jetzt so das Bein gestreckt hast und wenn du so wie ich höher sitzt, dann kannst du dir entweder was unterlegen oder auf jeden Fall achten, dass das Knie rechts nicht durchdrückt. Mit den Fingerkuppen neben Becken oder Oberschenkeln neig dich leicht nach vorne. Und vielleicht reicht es für heute. Vielleicht merkst du auch, du kannst mit langem Rücken noch ein bisschen mehr übers vordere Bein neigen. Die rechte Ferse schiebt in den Boden und vielleicht sogar ein bisschen mehr nach vorne weg von dir, ohne dass dein rechtes Knie durchdrückt.
Die Schultern weg von den Ohren, den Rücken lang. Die Gesichtsmuskeln entspannt. Bleib noch im Ausatmen in der Vorbeuge. Und mit dem Einatmen hebst du den Oberkörper an. Du beugst wieder dein vorderes Knie. Du greifst mit der rechten Hand zum rechten Fuß. Und bevor du in Crunch Asana gehst, beug mal das Knie und schieb mal das Knie so ein bisschen nach hinten. Schaff dir erstmal Raum im Becken. Es entsteht auch ein bisschen Widerstand, weil du gleichzeitig den Fuß nach vorne ziehst. Und irgendwann ist vielleicht sogar schon gleich der Impuls dann da, dass du das Bein streckst. Vielleicht auch, wenn du dich stabil fühlst und es möglich ist, mit der linken Hand auch noch nach vorne greifst. Das, was einfach gut möglich ist. Und wenn du tiefer gehst, ist es mehr der Fuß Richtung Gesicht, als dass du mit dem Gesicht nach vorne gehst. Wir bleiben hier ganz aufrecht. Ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Und dann löse für die erste Seite. Und spür gerne im Vierfüßler nach, weil das linke Bein war vielleicht jetzt lange hier so in dieser Beugung. Streck vielleicht auch mal ein Bein nach dem anderen. Und dann kommt die zweite Seite. Gerne wieder einen Block oder auch etwas anderes unterm Becken nutzen. Für den halben Heldensitz würdest du jetzt den linken Fuß aufstellen oder das rechte Bein nach vorne gestreckt. Auf jeden Fall ist für die Drehung nach links das linke Knie gebeugte Fuß aufgestellt. Hände mal einen Moment am vorderen Schienbein, Länge finden. Auch gern gleich diese Länge hier in der rechten Körperseite, den linken Arm gestreckt nach oben und rüberdrehen nach links. Wenn du vielleicht den Boden nicht erreichst, kommst du mit der linken Hand hinten aufs Kreuzbein. Und auch hier, weil wir oft so tendenziell in der rechten Seite so einsinken, lass dich mal einatmend den Raum zwischen den Schulterblättern so ein bisschen plustern, ein bisschen rund werden. Und dann ganz bewusst die Rippenbögen jetzt auf der rechten Seite öffnen, wenn du dann wieder längst und im Ausatmen in die Drehung kommst. Bleib im Ausatmen in der Drehung. Mit der Einatmung kommst du zurück. Streckst das linke Bein nach vorne. Hier ist alternativ dann der rechte Fuß für den halben Schmetterling. Du gehst in die Vorbeuge. Fingerkuppen neben Becken oder Oberschenkeln. Das linke Knie bitte nicht durchdrücken, wenn du dann ausatmend in die Vorbeuge gehst. Der Nacken bleibt lang, die linke Ferse schiebt Richtung Boden und vorderen Mattenrand. Das Brustbein zieht nach vorne. Vielleicht wanderst du auch mit den Händen noch ein Stückchen mehr nach vorne. Falls mit langem Rücken du tiefer kommst in die Vorbeuge, bleib noch ein, zwei Atemzüge. Und dann wandern die Hände auch schon wieder körpernäher. Du beugst dein linkes Knie, greifst mit der linken Hand zum Fuß. Machst so ein bisschen ein Mobilisieren und auch dieses Widerstand entstehen lassen. Das öffnet den Hüftbereich, während du mit dem Fuß nach vorne ziehst, gleichzeitig mit der Hand das Bein nach hinten. Und irgendwann kommst du so in Richtung Streckung. Das muss auch nicht in einem durch sein, sondern du kannst dann nochmal einatmen, die Kraft ranziehen und ausatmen noch mehr in die Dehnung und eventuell die rechte Hand noch mit dran. Falls du tiefer gehen möchtest, eher das Bein Richtung Oberkörper führen, nicht den Oberkörper zum Bein. Das ist zwar jetzt nicht direkt eine Yin-Position, aber sie ist ganz ruhig. Lass den Atem ruhig fließen und wir waren auch schon in der Vorbeuge. Das sind immer eher restorativ wirkende Positionen. Dann löst du Crouch Asana und kommst noch einmal in den Vierfüßler. Das ist eine schöne Ausgleichsposition. Lässt dich vielleicht auch mal das rechte, das linke Bein nach hinten strecken, so die Zehenballen am Boden, um schön Länge zu finden. Und dann
kommen wir von hier in ein Balasana, das wir ein bisschen länger halten, gedreht. Das ist unsere erste wirklich länger gehaltene Yin-Position. Du kannst dir dafür gerne eine Decke unter die Knie legen. Du kannst dir auch eine Decke zwischen Ober- und Unterschenkel legen. Das mache ich jetzt einfach mal, damit ihr seht, was ich meine. Das kann oft sehr angenehm sein für die Knie. Und dann schiebst du dein Becken zurück, wanderst mit den Händen so ein Stückchen nach vorne. Den Oberkörper lässt du im Moment noch etwas angehoben, weil dann schiebst du den rechten Arm rüber, unterm Körper durch zur linken Seite, bis die rechte Schulter, Wange, Ohr am Boden ist. Und dann lässt du den linken Arm dich nach vorne legen. Und da brauchst du jetzt gar nicht mehr viel Zug geben, eigentlich gar keinen Zug mehr geben. Es braucht jetzt keine Muskelspannung mehr. Du bringst die linke Hand einfach gemütlich nach vorne. Den rechten Arm, den schiebst du angenehm rüber nach links. Und lässt dich einfach in diese gedrehte Kindhaltung mehr und mehr hinein entspannen. Es ist nochmal durch diese Drehung auch im Oberkörperbereich, auch wenn wir jetzt in einer passiven Position sind, trotzdem nochmal so ein Öffnen und Mobilisieren des Brustwirbelsäulenbereichs. Lass einfach den Atem fließen. Lass dein Becken in Richtung Fersen entspannen. Den Po Richtung Fersen entspannen. Und alles bleibt gleich. Du bringst nur den linken Arm nach hinten und legst ihn so um den Rücken angenehm herum. Du legst ihn einfach so nach hinten, dort wo du so den unteren Rücken, dein Kreuzbein, das Becken spürst und legst da den Arm einfach ab. Vielleicht darf die rechte Schulter noch mehr Richtung Boden entspannen. Bleib noch so 4, 5 ruhige, tiefe Atemzüge. Löse für die erste Seite auf, den linken Arm zurück. Und vor der zweiten Seite, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einmal aus Balasana vielleicht nach vorne den Vierfüßler und vielleicht einmal Katze-Kuh machen, gerne. Vielleicht merkst du auch, nee, brauch gar keine Aktion. Dann bleibst du einfach gleich im Vierfüßler. Der Oberkörper ist noch leicht angehoben, damit du dann den linken Arm durchfädeln kannst, rüber nach rechts, bis Schulter, Wange, Ohr am Boden sind. Lass den Po, das Becken Richtung Fersen sinken, der rechte Arm, der lenkt nach vorne, ohne dass du jetzt eine Anstrengung, irgendwas anstrengen musst, da darf gern der rechte Ellbogen leicht gebeugt sein. Atme auch nochmal so zwischen die Schulterblätter hinein in den oberen Rücken. Vielleicht spürst du, dass der Einatem dort Raum und Weite schafft und der Ausatem dich dort weicher hineinschmelzen lässt. Wo kannst du noch mehr loslassen? Wo kann Muskelspannung loslassen? Und du bleibst, nur dass sich der rechte Arm jetzt noch nach hinten legt, so auf den Rücken, unteren Rücken, Becken. Und die linke Schulter noch mehr sinken lässt Richtung Boden.
ruhig, entspannt fließen. Zwei, drei Atemzüge. Und dann löst du die Position ein wenig wieder auf und zurück. Wir kommen nun in die Rückenlage. Wenn du das Gefühl hast, es braucht der Körper noch irgendwas vor der Rückenlage, vielleicht noch einmal in den Vierfüßler kommen, vielleicht nochmal die Beine strecken, vielleicht wieder einmal das Becken nach oben schieben für den Hund, mach das gerne. Und dann nimmst du schon alles, was du für Shavasana brauchst. Wir brauchen für die Rückenlage einen Block. Und sonst glaube ich eigentlich gar nichts mehr. Alles, was du dann so für dein Shavasana eben bereitlegen möchtest. Eine Decke, ein Kissen, vielleicht sogar schon wärmer anziehen. Den Block, den legen wir uns dann auf der schmalsten Position unter das Becken. Und ich bitte dich dann, die Unterschenkel zu kreuzen. Also nicht die Fußknöchel, sondern so die Unterschenkel zu kreuzen, während das Becken erhöht auf dem Block liegt. Genau, und da kreuzt man dann auch dazwischen noch einmal anders herum. Wer noch nicht in der Rückenlage ist, kommt so in den vorderen Teil der Matte, hebt den Herzraum an und dann lass dich Wirbel für Wirbel für Wirbel in die Rückenlage kommen. Dort angekommen, zieh mal die Knie zum Brustkorb ran, leg dabei die Hände von oben auf die Knie und lass dich nochmal die Knie und die Oberschenkel wegentspannen vom Körper, dabei strecken sich die Arme. Mach das so ein, zweimal mehr im Ausatmen. Oberschenkel, Knie mehr ranziehen und einatmen. Wegentspannen und dabei diese sanfte Massage im unteren Rücken spüren. Und dann stell die Füße vorm Becken auf. Heb die Fersen an, heb das Becken so weit an, dass du den Block quer auf der schmalsten Position unterm Becken platzieren kannst. Wirklich dort, wo das Kreuzbein ist, wo du den Knochen spürst, also nicht im unteren Rücken. Und dann kreuzt du die Unterschenkel. Unterschenkel kreuzen, die Knie sinken zur Seite und dann prüf nochmal, dass die Schultern nach unten loslassen dürfen und entspannen können. Lass dir ein paar Momente Zeit. Es ist vielleicht nochmal so eine ungewohnte Position, wenn du aber so nach zwei, drei Atemzügen merkst, nein, das ist nicht gut für meinen unteren Rücken, dann stellst du die Füße auf, nimmst den Block raus und legst dir vielleicht einfach eine gefaltete Decke unter das Becken, wenn es wirklich zu intensiv sein sollte. Dann machst du einfach diese gekreuzten Unterschenkel mit fast keiner Erhöhung unter dem Becken. Es könnte sein, für die meisten ist es wahrscheinlich eine schöne Entspannung im unteren Rücken, aber vielleicht ist es auch für dich zu viel. Lass die Schulterblätter unterm Rücken noch etwas mehr zueinander kommen, sodass der Brustraum nochmal Weite findet. Passt ja heute zum Fokus unserer Stunde. Der Atem kann nochmal angenehm tief, ohne dass du forcierst. Und selbst die ganzen Lungenräume durchströmen, den Atem nochmal spüren, dass er so den ganzen inneren Körper massiert. In so einem Moment bringst du die Knie mehr nach oben Richtung Decke und kreuzt dann einfach die Unterschenkel andersherum und lässt die Knie wieder Richtung Boden sinken. Vielleicht ist die Seite jetzt ein bisschen sperriger, weil wir üblicherweise immer erstmal das nehmen, was uns angenehmer ist, was uns intuitiv auch gleich leichter fällt. Ich merke jetzt, dass eine Leiste auf der Seite sich irgendwie mehr bemerkbar macht. Und spüre einfach, wie es dir geht jetzt. Lass den unteren Rücken hinein entspannen. In den Block. Lass mehr und mehr Muskelspannung los.
Noch ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Wo hat der Körper, warum die Muskeln die Bereitschaft, jetzt vielleicht noch mehr loszulassen? Dann beende die Position, stell die Füße auf, heb das Becken ein bisschen an, leg den Block zur Seite, lass einen Moment die Beine ausgleiten, neutrale Rückenlage. Ein Entstressen noch des unteren Rückens und gleichzeitig auch ein Lösen von Spannung, die oft auch so im Halsraum sitzt. Vorschaffasana, noch einmal die Knie über außen zum Brustkorb ran, die Füße Hüftgelenk schmal vom Becken aufstellen, die Fersen eher kompakter nah an den Sitzbeinhöckern. Die Handflächen legst du an die Oberschenkel, nah an den Leisten, sodass du Druck geben kannst mit den Händen gegen die Oberschenkel. Du atmest ein und lässt dich ein bisschen mehr auf den oberen Punkt des Beckens kommen, sanft geführtes Hohlkreuz. Du atmest aus, drückst mit den Händen aktiv gegen die Oberschenkel, der untere Rücken mehr Richtung Boden und gleichzeitig streckt die Zunge raus für Singha Mudra, dieses Bäh, gerne auf einen Ton kommen lassen. Und das wiederhole, einatmend, wieder lösen den Druck, etwas mehr auf den oberen Punkt des Beckens, genau, und ausatmen, drück mit den Händen gegen die Oberschenkel im Ausatmen. Der untere Rücken schiebt sanft Richtung Boden und wirklich so die Spannung im Halsraum über Singha Mudra lösen. Einmal noch. Sollte sich richtig gut anfühlen, auch für den unteren Rücken. Und vielleicht tut es noch einmal gut und dann löse allmählich in deiner Zeit und finde in deinen Shavasana. Alles, was es braucht, ein Kissen vielleicht unter dem Kopf. Zudecken. Vielleicht die Beine ausgleiten lassen oder die Fußsohlen aneinander und die Knie zur Seite sinken lassen. Dann nutze aber bitte Blöcke unter den Beinen. Das Hinruckeln, was es hinzuruckeln gibt. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, dann lass ganz bewusst die äußeren Bewegungen dich einstellen. Stille und die Ruhe im Körper führt dann auch zur Stille im Geist. Lass mit dem Ausatmen noch alle restliche, unnötige Spannung aus dem Körper nach unten herausrieseln. Lass sich richtig in den Boden hinein entspannen. Angenehm schwer werden. Dieses schöne Gefühl, vom Boden, von Mutter Erde getragen zu sein. Über dieses Gewicht abgeben, entsteht immer auch eine zweite Qualität im Körper. Leichtigkeit. Und spür gleichzeitig deinen Körper ganz angenehm leicht. Und dann lass ganz bewusst auch den Atem los. Nimmst noch diese sinnliche Ebbe und Flut des Ein- und Ausströmens deines Atems wahr, aber du kontrollierst den Atem jetzt nicht mehr. Yoga gibt es diese schönen Worte, im Sanskrit heißen sie
Svasam, Asvasam, Visvasam. Das bedeutet, atme, entspanne, vertraue. Svasam, Asvasam, Visvasam. Atme, entspanne, vertraue. Lass dich jetzt geatmet werden. Lass dich ganz hineinfallen in die Entspannung und vertraue. Lass dir Zeit. Spür, wie sich ganz allmählich dein Atem wieder vertieft. Kleine Bewegungen zurückkehren in deinen Körper. Mit einem Dehnen, Räkeln, Strecken. Lass dich wieder ankommen, den Körper wieder aufwecken. Roll dich gern, wenn du magst, noch auf die rechte Körperseite. Mal so einen Moment ganz eingekuschelt nachspüren. Und dann finde in aller Ruhe deinen Weg nach oben zum Sitzen. Gern noch einen Moment die Augen geschlossen, sodass du noch ganz verbunden bist mit dir. Die Handflächen zueinander vors Herz, Daumen berührt die Herzgegend, dein Kinn ganz sanft Richtung Brustbein. Lass dich anlehnen an deine Körperrückseite, auch den Hinterkopf wie anlehnen. Und spür dabei nochmal in die Vorderseite des Körpers hinein. Und wie die Vorderseite weich und weit werden darf. Vielleicht magst du das mit hineinnehmen in deinen Alltag, so die Kraft im Rücken, das Gestütztsein und gleichzeitig diese Weichheit und diese Offenheit im Herzen, in der Vorderseite. Und finde gern noch einen Moment der Dankbarkeit. Vielleicht einfach ein Danke sagen zu dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, für dich, für deinen Körper da zu sein. Vielleicht auch Danke sagen für diesen Tag, für dein Leben oder die wunderbaren Menschen, die dich begleiten.
Und dann löst die Hände und lass uns gemeinsam mit dreimal Om die Yoga-Praxis versiegeln und abschließen. Praktizieren und dann wünsche ich euch ein schönes Faschingswochenende oder was auch immer ihr treiben mögt. Oder ein gemütliches. Und bis ganz bald zum Yoga.